Ja, Saga. Wie jeden Tag sitze ich vor meinem PC und dem Telefon mit meinem Headset auf dem Kopf, warte auf den nächsten Anrufer, den ich freundlich begrüße und zuhöre, wie er lauthals und wutentbrannt sein Problem schildert, sich über den schlechten Service beklagt und mit Kündigung droht. Er ist schon der 52. Kunde, dessen Anruf ich entgegennehme, aber dennoch bleibe ich freundlich und ruhig. Mein Vorgesetzter kommt zu mir und fragt mich höflich, aber bestimmt, ob ich heute eine Überstunde machen kann, weil so viele Kollegen krank sind. Mal wieder. Ich bin übernächtigt, habe Kopfschmerzen und werde meinen Sohn nach 11 Stunden Arbeit nicht mehr zu Gesicht bekommen, bevor meine Mutter ihn schlafen legt. Ich habe keine Wahl und willige ein, bleibe freundlich und ruhig. Eine Kollegin bittet mich, am Samstag ihre Schicht zu übernehmen, weil sie unbedingt auf die dritte Hochzeit ihrer Großcousine muss, über die sie ständig lästert. Es ist der 16. Tag in Folge, den ich arbeiten gehe, bevor mein 5-tägiger Urlaub, der auf 2 Tage reduziert wurde, endlich beginnt. Ich möchte ihr sagen, dass mein Sohn an diesem Tag Geburtstag hat, aber ich brauche das Geld für sein Geschenk, also sage ich zu. Ich bleibe freundlich und ruhig. Erneut kommt mein Vorgesetzter zu mir. Er bittet darum, dass ich mich doch bitte an die Gesprächszeiten halte, da ich sonst unwirtschaftlich arbeite. Als ich beginne zu erzählen, dass ich mehrere schwierige Kunden hatte, unterbricht er mich. Er gibt mir zu verstehen, dass es keine schwierigen Kunden gibt, sondern nur schwierige Berater. Ich nicke. Ich bleibe freundlich. Ich bleibe ruhig. Der nächste Kunde ist in der Leitung. Er brüllt mich an und beleidigt mich und meine Mutter aufs Übelste, weil ich seine nicht bezahlte Rechnung und die Mahngebühren nicht verschwinden lassen kann. Er kann ja nichts dafür. Dennoch bleibe ich, bis er den Hörer knallend auflegt, freundlich und ruhig. Das Personalbüro ruft nach mir. Sie fragen mich, warum ich wiederholt zu spät gekommen bin und ich erkläre, dass ich im Stau stand. Freundlich und ruhig. Sie drohen mir mit einer Abmahnung und ziehen mir die angefangene Stunde vom Gehalt ab. Ich zeige mich einsichtig, bleibe freundlich und ruhig. Ich kehre an meinen Arbeitsplatz zurück. Und mein Vorgesetzter wartet mit verschränkten Armen auf mich und fragt mich, warum ich meinen Timer für diese Pause nicht eingeschaltet habe. Er erklärt mir, dass mir die Zeit von der Pause abgezogen wurde. Ich bleibe ruhig. Er sagt, ich solle ihm in die Augen sehen, wenn ich mit ihm rede, fragt, ob ich ihm überhaupt zuhöre oder ob er eine andere Sprache spricht. Ich bleibe ruhig. Das ganze Büro blickt zu mir. Alles scheint um mich herum leiser zu werden, während er immer lauter wird, betont jede Silbe, als wäre ich ein Kleinkind. Ich bleibe ruhig. Beginne zu zittern, versuche eine Träne zu unterdrücken, doch er brüllt nur. Ich bleibe ruhig. Mein Schädel dröhnt, er schlägt auf den Tisch und ich habe ein monotones Fiepen im Ohr. Er packt mich bei der Schulter, schüttelt mich und ich schlage ihm ins Gesicht! Er schaut mich ungläubig an und ein Tropfen Blut läuft aus seiner Nase. Ich hole erneut aus, verfehle ihn, als er sich duckt, doch treffe ihn mit der anderen Hand. Er strauchelt, fällt nach hinten und versucht zu fliehen, doch meine Tastatur saust durch die Luft und trifft ihn erneut, während sie noch das abgerissene Kabel nach sich zieht. Ich stürze mich auf ihn, dresche mit der Kante immer wieder auf ihn ein und spüre, als sein Nasenbein plötzlich bricht. Seine Arme heben sich reflexartig durch und platzt schon seine Lippe auf. Sein Flehen erstickt, als ich seine Schneidezähne einschlage. Blut gurgelt, versucht er zu schreien, dann zu wimmern. Und schließlich bleibt er ruhig. Er liegt still am Boden und rührt sich nicht mehr, nachdem sein Fuß nur noch ein paar Mal zuckt. Dann schließe ich meine Augen und atme tief durch. 21. 22. 23. Ich öffne sie wieder und mein Vorgesetzter steht wieder vor mir. Noch immer rückt er mich lautstark. Und ich? Ich bleibe ruhig. Ich bleibe ruhig, setze mich wieder an meinen Platz und nehme den nächsten Anruf entgegen. Morgen, denke ich. Morgen.